Alright, you can take up your seats. Also bitte Platz nehmen in der Nähe. Thank you, everybody. Noch einmal herzlichen Dank, dass ihr da thank seid. Thank you, Pastor David. Pastor David, vielen Dank. For this wonderful time. Für diese wunderbare Zeit. Of sharing something that is not just a message. Der Mitteilung von etwas, was nicht nur eine Botschaft ist. But the real power of God. Sondern die wirkliche Kraft Gottes. Summarized in a singular word called the gospel. Und das wird zusammengefasst in dem Begriff namens das Evangelium. I would like to welcome all of those who were not with us last evening. Ich möchte diejenigen willkommen heißen, die letzten Abend nicht da waren. We honor the Christ in you. Also and wir most ehren welcome. Den Christus in euch. And for all of you who were here yesterday. Und für diejenigen, die gestern da waren. It is still a privilege to have you back. Es ist immer noch ein Vorrecht, dass ihr wiedergekommen seid. For the sake of those who are not with us. Und für diejenigen, die mit uns noch nicht waren gestern. We are on a journey. Wir sind auf einer Reise. Which has got to be ended tomorrow. Und diese Reise wird morgen beendet. And we equated it to somebody who is going for a vacation in a dream city. Und wir haben das so gleichgestellt wie jemand, der Urlaub macht in seiner Traumstadt. And we said our means of transport to our dream city. Und wir haben gesagt, unser Verkehrsmittel dorthin zur Traumstadt shall be an airplane, or we shall use the plane. Also es wird ein Flieger sein. And so they are three things which are major in a plane. Und in einem Flieger gibt es drei Dinge, die hauptsächlich the sind. The first one is the taking off. Also der erste ist der Anflug. The second one is the cruising. Der zweite ist halt nur mal die Höhe zu halten, die Höhe des Fluges. And finally is the landing. Und ja, die dritte Sache ist einfach mal die Landung. Now, this is very important that as Pastor David and the team were putting together everything for this conference. Und so wie Pastor gesagt hat, in diesem Thema haben wir alles zusammengestellt für die Konferenz. It was as good as packing your bags and getting yourself ready. Und das Thema zu stellen war genauso gut wie du bist schon vollkommen, du hast deine Sachen schon vollkommen gepackt, du bist bereit für die Reise. So when the conference began, so als die Konferenz anfing, it was evidence that the checking in is done. Also das war wirklich der Beweis dafür, dass Check-in schon stattgefunden hat. Ja, also man hat schon seine Bordkarte. Belts fastened. Also man sitzt schon und dementsprechend wurde man schon angeschnallt. And now it was taking off time. So, da hat der Anflug begonnen. But when you are just beginning to take off, so, aber während des Anfluges, sometimes you don't feel so much of the reason as to why it is even important to fasten your belt. Also, am Anfang sieht man nicht den Grund, warum es überhaupt wichtig ist, sich but anzuschnallen. As you begin to get higher, doch so wie du an Höhe gewinnst, then you realize you needed it. Say it again. You realize you needed it. Und dann stellst du fest, aha, ich brauch mich doch anzuschneiden. And then when you get on a required feet. Und wenn man nun wirklich die geforderte Höhe erreicht hat. The plane sounds normal again. Also dann wird der Flieger wieder normal. Until the next moment of landing. Also bis zur nächsten Landung. When you are landing, some people get a bit uncomfortable. Und wenn du am Landen bist, werden manche Leute so unbequem. But eventually after the landing, there is that expression on your face. Und dann nach der Landung gibt es diesen Gesichtsausdruck. That joy in your heart. Also diese Freude in deinem Herzen. That I have made it in my dream city. Dass wirklich ich bin zur Traumstadt angekommen. And that is all we want to see by tomorrow. Und das möchten wir morgen erleben. We might have learned so many things. Also wir werden schon bestimmt viele Sachen gelernt haben. Had so many things. Say it again. Had so many things. Und auch viele Sachen schon gehört haben. And people have told us a lot. Und viele Menschen haben uns viele schon gesagt. But the theme of the conference says the truth that sets you free. Doch das Thema der Konferenz heißt die Wahrheit, die freisetzt. So I want us to get into what really your mind can ever know. Also ich möchte, dass wir da hineinkommen, was unser Verstand aufnehmen kann. And at the point of understanding it, you are liberated forever. Und an diesem Punkt des Verständnisses bist du für immer befreit. That is the reason as to why for those who were present yesterday. Und deshalb für diejenigen, die gestern da waren. We said that when somebody mentions the word the truth.
Wir sagten, dass wenn jemand den Begriff Wahrheit benennt, the first understanding in an average mind is not gospel or Jesus or anything like that. Also wirklich das erste Verständnis über diesen Begriff in dem, sag mal, gewöhnlichen Denkweise ist nicht Jesus oder Befreiung oder irgendwas in der Art. The first understanding will always be the opposite, which they think they know, being a lie. Nämlich, man zuerst fällt man ein, aha, die Wahrheit, also man denkt erstmal das Gegenteil davon, nämlich Lüge. And the reason for that is the world has been programmed to think like that. Der Grund dafür ist, dass die Welt so programmiert wurde, zu denken. Until when it comes into contact with the gospel. Also bis dieses Denken mit dem Evangelium begegnet ist. That is when the mind is renewed to begin to look at things the way God sees them. Und so wird die Gesinnung erneuert, damit sie denn nun Dinge sieht, wie Gott sie auch sieht. That's why we looked at 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Und deshalb haben wir 1. Timotheus 2 Vers 3 bis 4. But dwelled so much on verse 4 because it was our interest. Wir haben so sehr viel Zeit in Vers 4 verbracht, weil das unser Hauptpunkt war. And this says that God wills all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Und hier heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In the same breath of wanting everyone saved. Also im selben Atemzug, dass Gott möchte, dass alle gerettet sind. In the same breath under which he wants everyone to know the truth. Also im gleichen Atemzug soll jeder die Wahrheit erkennen. Because benefits of knowing the truth are numerous and unexhausted. Denn die Nutzen, dass, wenn man die Wahrheit kennt, ist wirklich unerschöpflich. That's why many of us today we can say we are Christians. Und das ist der Grund, warum viele von uns sagen können, dass wir Christen sind. We can say we are born again. Wir können sagen, wir sind von neuem geboren. We are children of God. Wir sind Kinder Gottes. But still suffer what we are not supposed to suffer because we don't know certain truth. Und dennoch leiden wir bestimmten Sachen, die wir gar nicht leiden brauchen, weil wir die Wahrheit nicht kennen. Indulge ourselves into practice that don't even describe us, but because we don't know the truth. Wir engagieren uns und zwar mit Praktiken, die mit uns gar nichts zu schaffen haben. Warum? Weil wir die Wahrheit gar nicht kennen. It's a great thing to commit your life to Christ. Es ist eine große Sache, dein Leben Christus hinzugeben. But it's very liberating to know the truth. Doch es ist freisetzend, wenn man die Wahrheit kennt. I have a story from South Africa. Ich habe eine Geschichte aus Südafrika. South Africa, there was a conservation officer. Also in Südafrika gab es ja so einen Zollbeamter. Who had been working with this conservation for some time. Und er hat auch in bestimmten Bereichen gearbeitet. And they had an eagle. It was a black eagle that they had put in a cage for some time. Und dementsprechend, also nee, es ist jemand, der jetzt in so einem Reservat gearbeitet hat. Und da gab es einen Adler, den man zu einem bestimmten Käfig gestellt hat. They kept it for over 10 years. Also diesen Adler hat man über 10 Jahre im Käfig gehalten. And one day they chose to say, let's release it and can go and enjoy its freedom. Und eines Tages entschied man sich, den Adler freizusetzen. Mal gucken, ob er seine Freiheit genießen kann. They got it into the crates. Say it again. They got it into the crate. Also man hat es erstmal rausgebracht. Everyone excited. Jeder war freudig drüber. We want to release the ego. Wir wollen einfach mal diesen Adler freisetzen, damit es einfach davon wegfliegt. For the first time after 10 years. Und zwar zum ersten Mal nach 10 Jahren. They brought the crate. Und man brachte diesen Käfig hervor. You can call it a cage. Ja, man brachte den Käfig hervor. They opened it. Man öffnete den Käfig. Everyone excited. Jeder war freudig. To see the ego fly out. Ja, um zu sehen, dass der Adler wegfliegt. To everyone is disappointment. Also zur Enttäuschung von jedem. The cage opened, the ego refused to fly out. Ja, also der Käfig wurde geöffnet und der Adler weigerte sich rauszufliegen. They did whatever they could do for the ego to fly out. It refused. Ja, man versucht, den Adler rauszulocken mit verschiedenen Mitteln und der Adler weigerte sich rauszukommen aus dem Käfig. The cage had gone beyond the physicality into its mind.
Ja, also der Käfig ist nicht mehr körperlich, sondern der Käfig ist nun in der Gesinnung des Adlers. That even when you open it, for it in the mind, it still sees itself, it's in a bondage. Ja, sogar als der Käfig geöffnet wurde, für den Adler, der sieht sich selbst this immer noch gefangen. This explains some Christians today. Und das illustriert manche Christen heute. That even if you put it so good, clearly for them that you are free, they will still want to be in that bondage because the mind is not renewed. Denn selbst wenn man ihnen sagt, ihr seid frei, sie möchten immer noch gebunden sein. Denn warum? In der Gesinnung ist man gebunden. And after a time of disappointment, a few hours, und nach ein paar Stunden der Enttäuschung, there was an ego enjoying its freedom. Da gab es einen Adler, der seine Freiheit genossen hat. Up in the air. Und zwar hoch in der Luft. It began to make a sound. Und dieser Adler fängt an, bestimmte Geräusche zu machen. And as it made a sound, und nachdem dieses Geräusch gemacht this wurde, ego in the cage never needed any lesson of flight. Also der Adler, der im Käfig 10 Jahre lang gesetzt hat, brauchte keinen Flugstunden. It simply took off. Ja, der Adler flog einfach davon. To go and find the voice. Um diesen Geräusch nachzufliegen. To go and find the sound. Um diesen Schall nachzufliegen. Which has revealed its identity. Die wirklich die Identität des Adlers gezeigt hat. So all our lives need. Also alles, was wir im Leben benötigen. Is a life that has enjoyed the freedom in Christ. Nämlich ist ein Leben, was die Freiheit in Christus genossen to hat. To announce what Christ has done. Nämlich anzukündigen, was Christus getan hat. And without any baggage for you. Und zwar ohne Gepäck für dich. You'll automatically enjoy your freedom too. Automatisch stellst du dich auf den Genuss deiner Freiheit ein. It's not about programs and scattered things. Also es geht ja nicht um Programme und Planungen und there are no pedaling techniques. Also es gibt keine bestimmten Techniken, Freiheit zu genießen. What God has programmed in you is what he has programmed in me. Also was Gott in dir programmiert hat, hat er in mir programmiert. When I voice out our true identity of him in us. Also wenn ich ausspreche unsere wahre Identität von ihm in uns. You will grasp it from within you. Aus deinem Innern. And you begin begreifen. To want to enjoy it. Und dann kommt einfach mal dieses Sehnen nach dem Genuss. And eventually you'll enjoy it. Und nach, also letztendlich wirst du das genießen. That is the reason it's very important. Und deshalb ist es sehr wichtig for all of us. Für uns alle. To look at a few things where the Bible begins to talk about the truth. Also dass wir ein paar Sachen anschauen, worüber die Bibel gesprochen hat, über die Wahrheit. How God has done things in several periods of time. Und wie Gott bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten erledigt hat. And eventually, what has he presented as us? Und letztendlich, was hat Gott dargestellt als wir? Because so many times we want to work on ourselves. Denn in vielen Fällen möchten wir an uns arbeiten. And we forget that we have somebody who has worked on us. Und wir vergessen, dass es jemanden gibt, der schon an uns gearbeitet that's hat. That's what Colossians chapter 1 verse 19 to 22 talks about. Also genau darüber berichtet Kolosser 1 Vers 19 that bis 20. God the Father was pleased. Nämlich dass Gott der Vater, er hat wohlgefallen. To have the fullness of himself as Godhead in Christ. Nämlich seiner ganzen Fülle in Christus wohnen zu lassen. And because of that, und deshalb, Christ is able to present you and me, Christus ist in der Lage, dich und mich vorzustellen, blameless and without any sprinkle, und zwar tadellos und unsträflich. And this is not dependent on our hours of prayer. Und das ist unabhängig von unseren Stunden des Gebets. This is not dependent on what we are able to do. Das ist unabhängig von unserer Leistung. To
to our surprise, also zu unserer Überraschung, even when we give our lives to Jesus Christ, selbst wenn wir Jesus Christus annehmen als Leben, we are simply saying yes to what Jesus has said, yes to the Father. Alles, was wir tun, ist, wir sagen Ja zu dem, wozu Jesus Ja gesagt hat, zum Vater. It's not something that we are trying to do. Es ist nicht etwas, was wir versuchen zu tun. It is accepting what has been done for us. Es ist die Annahme dessen, was für uns schon getan wurde. That's why when you are looking at the word truth, und deshalb, wenn du den Begriff Wahrheit anschaust, sometimes it is defined as what is true in any matter under consideration. Denn es wird manchmal so definiert als das, was wahr ist, und zwar in jeglicher Sache, was berücksichtigt wird. What is true in any matter under all consideration. Nämlich das, was wahr ist, in jeglicher Sache, was in Berücksichtigung fällt. And in another place they will define it. Also anderswo wird man die Wahrheit so definieren. And this is one of my favorite ones. Und das ist genau einer meiner Lieblingsdefinitionen. As a state or a quality, nämlich einen als Zustand oder als Qualität of honesty, frankness and openness, nämlich der Ehrlichkeit, der Ernsthaftigkeit, der Offenheit of a mind, einer Gesinnung which is free from deception, die frei ist von der Täuschung, free from falsehood, die frei ist von der Lügen, free from any kind of cunning, und frei von jeglicher Art von List. So that quality, diese Eigenschaft. Now this is adding quality to what we refer to as truth. Also das führt wirklich Qualität zu dem, was wir Wahrheit nennen. That truth is quality. Nämlich, dass Wahrheit heißt Qualität. Truth is quality. Also Wahrheit ist Qualität. And then there are so many different ways of measuring quality of anything. Und dann gibt es verschiedene Art und Weise, die Qualität zu messen von irgendeiner Sache. That's why every country has got a body. Deshalb gibt es in jedem Land eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Gemeinschaft, whose work is to qualify what is of quality and disqualify what is not of quality. Ja, ihre Arbeit besteht darin zu gucken, welchen Qualitätsstandard erfüllt was für ein Produkt. Now in our respect, also in unserem Fall, the only one who can disqualify our quality or qualify our quality, der einzige, der unsere Qualität annehmen kann oder ablehnen kann, is actually God himself who has given us his quality. Ist tatsächlich Gott selber, der uns seine Qualität zugeteilt hat. That's why when he looks into you and me, und deshalb, wenn er dich und mich anschaut, he sees nothing less than his quality. Er sieht nichts weniger als seine eigene Qualität. He actually, if I may put it in a simple way, also wenn ich das so einfach darstellen darf, God mirrors himself in us. Also Gott spiegelt sich selbst in uns. He sees his perfect reflection when he looks at us. Also wenn er uns anschaut, sieht er seine vollkommene Spiegelung. Now this has nothing to do with what Gerald has done. Also das hat nicht damit zu tun mit dem, was Gerald oder George getan hat. This has nothing to do with what you can ever do. Also das hat nicht damit zu tun, was du jemals tun kannst. This can only be explained by the love of God. Also das kann nur so erklärt werden als die Liebe Gottes. You know, when you look at us, most of us have just learned how to love. Also wenn er uns anschaut, viele von uns haben gerade gelernt, so zu lieben. But when the Bible in 1 John chapter 4 verse 8 talks about that God is love. Ja, in 1. Johannes Kapitel 4 Vers 8 sagt die Bibel, dass die Liebe Gott ist. It is not talking about someone who has learned how to love. Also dort redet die Bibel nicht über jemanden, der gelernt hat zu lieben. Rather the Bible is giving us the definition of love. Sondern die Bibel definiert für uns, was die Liebe heißt. That if you want to define what love is, dass wenn du die Liebe definieren möchtest, don't look anywhere.
Schau nirgendwo hin. The definition is God. Also die Definition von der Liebe heißt Gott. Und Gott allein. That's why 1 John chapter 4 verse 8 I said it says God is love. Und deshalb sagte ich wie vorhin 1. Johannes 4 Vers 8, da heißt es Gott ist Liebe. It's beautiful to know that God loves. Es ist wunderschön zu wissen, dass Gott liebt. It's really incredible for you to know that God loves you. Also es ist großartig zu erfahren, dass Gott dich lieb hat. But he identifies himself as the love. Doch er identifiziert sich als die Liebe. And so if he is love, und wenn er die Liebe ist, his love is not anywhere going to be limited by your performance. Und dementsprechend wird seine Liebe, und zwar auf keinen Fall, durch deine Leistung begrenzt werden. Think about this. Denk mal bitte über Folgendes nach. I believe all of us believe, also ich glaube, dass jeder von uns glaubt, that before anything was, at least God was. Also bevor es überhaupt irgendwas gibt, gab es schon Gott. Because the scriptures are clear, he's from eternity to eternity. Denn er besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. And every time the Bible discusses eternity, und jedes Mal, wenn die Bibel über die Ewigkeit spricht, science is excluded. Da wird die Wissenschaft rausgenommen. Because eternity knows no time frame. Warum? Weil die Ewigkeit keine Zeitspanne kennt. Whenever you begin your discussion of revolution, you are lost. Wenn du schon deine Diskussion über die Evolution anfängst, da gehst du schon verloren. Before anything called seasons and time could ever begin, God was completely as he is today and forevermore. Amen. Also bevor es überhaupt die Gezeiten und die bestimmten Jahreszeiten gab, gab es Gott schon und zwar in seiner Fülle, so wie heute und zwar seit eh und je und er wird immer bestehen. Let me give you at least an assumption that you might have been taught that you are not perfect. Also so mal so zur Darstellung, es kann sein, dass dir gelehrt wurde, dass du nicht vollkommen bist. But as real and true as that is to your mind, which is not yet renewed. Und so wahr und so real, wie das deine Gesinnung erscheinen mag, obwohl deine Gesinnung zu dieser Aussprache noch nicht erneuert wurde. At least you believe for God is perfect. Wenigstens glaubst du, dass Gott vollkommen ist, oder? You might say, for me I'm not perfect. No one is perfect. No man is perfect. Okay. Ja, also der typische Spruch, naja, keiner ist perfekt, keiner ist vollkommen. Ja, also man darf ja das so sagen. In a moment you'll unlearn that. Anyway. Naja gut, in einem bestimmten Augenblick wirst du das gleich abgewöhnen. So let's take God first as the perfect one. Also wir fangen mit Gott an als der Vollkommene. Do you believe that a perfect God can never come up with an imperfect plan? Also glaubst du daran, dass ein vollkommener Gott niemals mit einem unvollkommenen Plan aufkommen kann? If he is perfect, whatever he does is perfect. Also wenn er perfekt ist, wenn er vollkommen ist, dann alles, was er tut, ist gleichzeitig vollkommen. Some of you are married. Ja, manche von euch, die verheiratet sind. You can receive wonderful surprises from your spouses. Also du könntest ja von deinem Ehepartner wunderbare Überraschungen empfangen. But have you ever thought about this? Doch hast du schon mal hierüber nachgedacht? That there is nothing in this world man can do and surprise God. Dass es nichts gibt, was Geld kaufen oder bewirken kann, was Gott überraschen wird. Because what will you do that is not from eternity and having its regulation in eternity? Also was wirst du überhaupt tun, seine Wurzel nicht in die Ewigkeit hat und nicht in der Ewigkeit enden wird? There is nothing man can do and catch God off guard. Also es gibt nichts, was Geld jemals bewirken oder leisten kann, wo Gott sagen, wow, Überraschung, den kenne ich gar nicht. To bring God to say, hey, I didn't know that man can do this. Ja, dass Gott sagt, wow, dass Geld sowas bewirken kann, da bin ich aber baff. But as perfect as he is, doch so vollkommen wie Gott ist, he took time and planned something. Er nahm sich die Zeit und plante etwas. To put every
everything together. Damit alles zusammengeordnet wird. In a single name of creation. Nämlich in einem einzigen Begriff namens Schöpfung. Which Genesis will discuss for us very well. Und das hat ersten Buch Mose für uns sehr gut beschrieben. Created everything. Er schuf alles. Seen and unseen. Ja, also sichtbar und unsichtbar. Human. Menschlich. Plants. Pflanzen. Water bodies. Und all die anderen Körperschaften. Alles. He created it. Schuf er. But before he created it. Doch bevor er all die schuf. He was. Gab es ihn schon. And before anything was brought into creation. Und bevor überhaupt. It was planned before. Bevor überhaupt etwas erschaffen wurde, wurde das Erschaffene zuerst geplant. If you are going to do a business, also wenn du zum Beispiel ein Geschäft unternehmen möchtest, you don't wake up one morning and then go and hire a room and then begin to do whatever you want. Also du stehst nicht, also denn du bist wirklich voller Pleite. Du stehst nicht auf und sagst, okay, heute ist Geschäftstag, also miete ich einen Gewerberaum und dann lege ich los. Machst du nie. An idea will come to your mind first. Also zuerst kommt eine Idee in deine Gesinnung. As you contemplate on that idea, you come up with a plan. Und so wie du diese Idee hegst, was geschieht, dann entwickelst du aus dieser Idee einen Plan. The modern world they call it a business plan. In der modernen Welt sagt man dazu ein Geschäftsplan. And have this well-laid business plan. Ja, und du hast diesen wunderschönen Geschäftsplan aufgebaut. But some of you. Doch manche von euch, go to another stage. Ihr geht zu ein anderes Niveau, einen anderen Schritt. Ihr geht einen anderen Schritt. Coming up with the plan B in case plan A fails. Nämlich, man hat also einen Plan B, falls Plan A versagt. But with God, it was a singular plan. Doch bei Gott war das nur ein einzigartiger Plan. Which has never failed. Und dieser Plan hat nie versagt. Which is not going to fail. Und das wird nicht versagen. And will never fail. Und das wird sicherlich nie versagen. Because the planner. Denn der Planer knows the end before the beginning. Er kennt den Ausgang, bevor er begonnen hat. That's the reason as to why, because he knows the end before the beginning. Weil er den Ausgang kennt, bevor er beginnt. Whatever he chooses to unroll out, it's already perfectly approved by him. Ja, was auch immer er vorhat oder unternimmt, das ist schon von ihm bestätigt. That there is nothing that can stop it to bring to pass what he has created it for. Nämlich, er sorgt dafür, dass das, was er herauslegt, das nicht dieses aufhalten kann, wofür es geschaffen ist. And so when God lays out his plan, und dementsprechend, als Gott seinen Plan ausbreitete, the Bible says in Ephesians chapter number 1, in Epheserbrief 1 sagt die Bibel uns, verse number 4 down to 11, nämlich ab Vers 4 bis 11. Allow me read that for you. Das möchte ich gerne lesen. Und ihr dürft auch mal mitlesen. Epheser 1, 4 bis 11. Oh, are we out of time? Sure? Okay. You know my watch. Oh, my watch. It's Uganda. For those who were here yesterday, you know what I'm talking about. Oh, God, I have to really do something on it. Okay, Ephesians chapter 1. The verse, we shall begin verse 4. Epheser 1, wir lesen ab Vers 4. I wanted to show you something very simple here. It says that according as he has chosen us in him. Hier steht es, wie er uns in ihm auserwählt hat. Now, this is very crucial for you to see. Also das ist sehr, sehr wesentlich, dass du das siehst. I have been under a teaching that taught me that there are people who are chosen of God and others who are just called of God. Ich war schon unter der Lehre oder unter dem Lehrsatz, der heißt, dass es gibt Menschen, die von Gott vorherbestimmt wurde, und dann gibt es Menschen, die Gott nur berufen hat.
And they also added on that touch not the anointed one, implying there are a few anointed and majority are never anointed. Und dann hat man einen Bibelsatz aus dem Nichts ergriffen und gesagt, also rührt den Gesalbten des Herrn nicht an. Und das wohl bedeutet, es gibt welche, die gesalbt sind, und dann gibt es welche, die einfach nur da sind. But when you begin to understand, doch wenn du nun anfängst zu begreifen, the truth that liberates, die Wahrheit, die freisetzt, you'll discover the opposite of those statements. Dann entdeckst du das Gegenteil von solchen Aussagen. And you'll appreciate how God is not a respecter of persons. Und dann wertschätzt du, dass Gott wirklich parteilos ist. That what he has given to you has given to everyone as long as you are human. Nämlich was er mir gegeben hat, hat er allen gegeben, solange sie Menschen sind. Now here is a very important truth to master. Und hier gibt es eine sehr wichtige Wahrheit, God die man meistern soll. God chose you and me after we did something for him. Also Gott hat niemals dich und mich auserwählt, erst nachdem wir etwas für ihn getan haben. We being, when you talk about choosing, it means someone who is going to do the practice of choosing has exercised choice. Ja, also wenn es hier um die Auswahl geht, es geht ja darum, dass jemand, der wirklich die Aufgabe auf sich nimmt, etwas zu wählen, er hat ja die Wahl getroffen. When you are in a restaurant and somebody brings a menu for you, they'll ask you, what do you want? Ja, also wenn du zum Beispiel im Restaurant sitzt und man reicht dir die Speisekarte, da kommt dann die Frage dazu, was möchten sie denn haben? According to your desire and what you feel can satisfy your urge of eating. Und du entscheidest dich entsprechend deinem Appetit und entsprechend entsprechend der Größe deines Hungers. You will make a choice. Und dann triffst du eine Entscheidung. Of which meal to go for. Ja, ich sag's in meinen Worten, ob du Kartoffel isst oder Fufu. And after you have made a choice. Und nachdem du dich entschieden hast. You'll still look at the cost of it. Und dann schaust du immer noch nach dem Preis. Na ja, the choice does not pay the cost. Ja, es ist nicht die Wahl, Preis bezahlt. It is the one who chooses who pays the cost. Es ist derjenige, der die Wahl getroffen hat, der auch die Rechnung bezahlt. And when it comes to God, that cannot be the opposite. Und wenn es zu Gott kommt, kann das nicht Gegenteiliges sein. So, things too, which are very crucial for us to master here are. Also zwei Dinge, die hier wirklich wesentlich für uns zu meistern sind folgende. God exercised the choice. Also Gott hat eine Wahl ausgeübt. And his choice chose humanity. Und seine Wahl fiel auf die Menschheit. As his best. Nämlich als seine Beste. Before humanity performed anything. Also bevor die Menschheit überhaupt auf die Idee kommt, irgendwas zu leisten. To make sure that humanity does not confuse his choice. Damit die Menschheit nicht seine Wahl mit etwas anderem durcheinander bringt. With its performance. Und zwar mit ihrer eigenen Leistung. He says we are human beings. Da sagt er schon, dass wir menschliche Wesen sind. We are not human doings. Und nicht menschliches Tun. Also wir sind menschlichen Sein und nicht menschliches Tun. So that there is no confusion with performance. Also damit es kein Durcheinander gibt mit der Leistung oder mit dem Tun. But our minds to be contented with the state of our being in Christ. Ja, damit unsere Gesinnung zufrieden ist mit unser Dasein in Christus. It's about our being, not our doing. Es geht um unser Dasein und nicht unser Tun. When did God choose you and me? Wann hat Gott dich und mich auserwählt? Not after you committed your life to Christ. Und nicht nachdem du Christus als dein Leben angenommen hast. And I always say, if I touch your nerve, you excuse me and be patient with me until when we land. Also das habe ich gestern gesagt. Also wenn ich dir auf die Nerven gehe, da bitte ich dich um etwas Geduld, bis wir angekommen sind. Because here he says that according as he has chosen us. Denn hier heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat. I love
interpreting scriptures in their contextual format. Also ich mag es, die Schriften zu deuten entsprechend dem Zusammenhang. And when you are doing that, one of the things to give attention to are the tenses. Also wenn du solche Deutungen vornimmst, einer der Dinge, die du beachten solltest, sind die Zeiten. The word of God is the truth. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. And one good aspect of truth, it cannot say one thing when it means another thing. Also eine gute Eigenschaft der Wahrheit ist, die Wahrheit kann nicht eine Sache sagen und eine andere Sache meinen. God cannot inspire Paul to write and say, I have chosen you, when actually he meant, I will choose you. Ja, also Gott kann Paulus nicht inspirieren, nicht bewegen zu schreiben, ich habe dich auserwählt, wenn er tatsächlich gemeint hat, naja, ich werde dich erst irgendwann mal auserwählen. He's a perfect God. Er ist ein vollkommener Gott. That whatever comes out of him is perfect. Und was auch immer aus ihm hervorgeht, ist vollkommen. And I want to show you something very important. Und ich möchte dir hier was Wichtiges zeigen. He says he has chosen us. Und hier heißt es, er hat uns auserwählt. In him. Und zwar in ihm. We are chosen in him. In ihm sind wir auserwählt. That is Christ. In ihm bedeutet Christus. And when did this choosing take place? Und wann fand diese Auserwählung statt? Before the foundation of the world. Nämlich vor Grundlegung der Welt. Before the foundation of the world. Ja, vor Grundlegung der Welt. God chose us. Er wählte Gott uns aus. He is choosing us before even the manifestation of Adam. Ja, er hat uns auserwählt, bevor Adam erschaffen wurde. Which means, das heißt, that whatsoever we shall ever call the gospel, was auch immer wir jemals das Evangelium nennen werden, does not begin with Adam. Fängt niemals mit Adam. It begins before even Adam is. Sondern das Evangelium hat begonnen, bevor es überhaupt Adam gab. Because what we are talking about is something done before even Adam is created. Denn worüber wir hier reden, ist etwas, was schon passiert hat, bevor Adam erschaffen wurde. Just a joke for our session. Also nur ein kleiner Witz für uns. How many intercessors did this? Ja, also wie viele Gebetskrieger oder Fürbitter hat das hier bewirkt, deine Auserwählung? Wie viele? Who interceded so that before the foundation we can be chosen? Ja, also wer hat Fürbitte geleistet, damit vor der Grundlegung der Welt wir auserwählt wurden? Gibt es irgendjemand hier? Ja. Because we are told there are people who are standing in the gap for us to bridge a gap between us and God. Denn uns wurde schon immer eingeflößt, es gibt jemanden, der immer an der Schwelle steht, damit er zwischen uns und Gott mittelt. I want to know, how many of you sowed a seed to cause God to choose you before the foundation of the world? So, jetzt möchte ich aber wissen, wie viele von euch hat eine Saat ausgesät, damit Gott dich auserwählt vor Grundlegung der Welt? Hände hoch. Okay, let me talk to the pastors. How many of you preached the gospel so much that God chose you after looking at your performance before the foundation of the world? So, jetzt drehe ich mich zu den Pastoren und zu den Leitern. Wie viele von euch haben das Evangelium so dolle gepredigt? Und zwar, bis Gott sich entschieden hat, aha, vor Grundlegung der Welt entscheide ich mich, dich zu wählen. Okay, how many of you raised the dead, walked the lame, and opened the eyes of the deaf ears were all opened by you before the foundation of the world so that God can choose you based on that? So, jetzt an uns alle. Wie viele von euch haben schon Hände auferlegt, Kranke geheilt, Toten auferweckt, also blinde Augen aufgemacht, Lahme gehen zu lassen, und zwar damit Gott sagen kann, wunderbar, jetzt vor Grundlegung der Welt entscheide ich mich für dich. This should show you that you are God's choice by nothing you can do. Also das zeigt dir, du bist Gottes Auswahl, und zwar durch nichts, was du je tun kannst. You are his choice as he looked into his goodness. Nämlich du bist seine Wahl, als er in seine Güte hineingeschaut hat. Because he didn't choose you after. Denn he chose you before. Denn er wählte dich nicht erst nach
Grundlegung der Welt, sondern erwähnte dich vor Grundlegung der Welt. It is not after, it is before. Ja, es ist nicht nach Grundlegung, sondern vor Grundlegung hat er dich if it is before, und wenn es vor Grundlegung der Welt again. Ist, schau dir mal das nochmal an. The chosen ones of the Lord. Ja, also die Auserwählten des that Herrn. We should be holy and without blame before him in love. So, ja, geht's weiter, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. We are chosen by him. Also wir werden von ihm auserwählt. Before the foundation of the world. Vor Grundlegung der Welt. For one single simple reason. Und zwar für einen einfachen Grund. That as we are before him. Also so wie wir vor ihm stehen. We are blameless. Wir sind tadellos. We are holy. Wir sind heilig. Today it sounds very abominic. Also heute hört es ja wie, das gibt es gar nicht, es ist ein Tabu eigentlich. For someone to stand somewhere and say, I am holy. Damit jemand irgendwo steht und sagt, ich bin heilig. They defile the minds with deception. Also ich sag mal so in meinen Worten, die verkorksten Gesinnungen und zwar aus der Täuschung heraus. They will begin to examine that one who is talking about holiness. Sie fangen an, denjenigen zu analysieren, der die Heiligkeit in den Mund genommen hat. By their performance. Und zwar durch ihre Leistung. If you say you are holy, why are you putting on like that? Wenn du sagst, du bist heilig, wie kannst du so angezogen sein? If you are holy, why are you like this? Wenn du sagst, du bist heilig, warum bist du so? If you are holy, why are you doing ABCDFG? Wenn du sagst, du bist heilig, warum tust du jenes? So it has brought us to a place. Und das hat uns zu einem Punkt gebracht. Of thinking that whatever we have to be in God. Ja, dass wir denken, dass wenn wir in Gott sein sollten, it has got to come from what we are able to do. Ja, das müsste aus unserer Leistung, unserem Tun kommen. And if that is what you have believed before, you believe the lie. Und wenn es das ist, was du bis hierhin geglaubt hast, hast du eine Lüge geglaubt. That is not truth. Das stimmt nicht. The truth says, die Wahrheit lautet, that in Christ, dass in Christus, you are holy before God, du bist heilig vor Gott, and in love, und du bist in der Liebe. When they say in love, und wenn es heißt in der Liebe, it means, das heißt, in God himself, das heißt in Gott selber. So in Christ, in Christus, you are holy, bist du heilig, in God, in Gott. The Godhead is what they are talking about. Also wir reden hier über die Gottheit. That's why our participation. Deshalb unsere Teilnahme. Our association. Unser Verbindung. Our communion. Unser Gemeinschaft. Is with the Father, Son and the Holy Spirit. Ist mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. We are not excluded from them. Also wir sind nicht ausgeschlossen von ihnen. But we are included in them. Sondern wir sind in ihnen mit eingeschlossen. And until when you, our minds is able to see that, und bis wir aus unserem Gesinnung in unserer Gedankenwelt that die God sehen können, is, that I'm not excluded from God, dass ich nicht ausgeschlossen bin but von before Gott, the foundation of the world, sondern vor Grundlegung der Welt, I was included in God, wurde ich eingeschlossen in Gott, then your mind will not allow deception about you. Dann wird deine Gesinnung über dich keine Täuschung, keine List mehr zulassen. That's why there is a developed mentality in many Christians. Und deshalb gibt es so eine Entwicklungsmentalität in vielen Christen. We are simply human beings. Sie denken, wir sind einfache Menschen. And God is too holy. Und Gott ist zu heilig. To really indwell a human being. Um wirklich den Menschen also beizuwohnen, also in dem Menschen zu wohnen. So for centuries, also vor Jahrhunderten, there is a belief, gab es eine Annahme, that God is very far away, dass es Gott sehr weit droben gibt. Above there, ja, irgendwo da oben gibt es Gott. Through the ceiling and above, ja, also du gehst durch. Also, ich sag mal so, diese Bedachung and hindurch. For us human beings, und für uns Menschen, we are very deep here. Also wir sind sehr tief im Boden.
The distance between us and God cannot be calculated. Also, die Entfernung zwischen uns und Gott, die kann nicht berechnet werden. And that is why we end up singing songs. Und so deswegen kommen wir auf solche Lieder. That God, you are so far away there. Gott, du bist so weit da oben. I want to come where you are. Ich möchte dahin kommen, wo du bist. I wish I would be there for you. Also, ich wünsche, dass ich dort bei dir bin. That's why we said, draw me close to you. Deswegen singen wir, Herr, zieh mich näher zu dir. There is no more drawing he can ever draw other than he has done before the foundation of the world. Amen. Also näher als wirklich vor Grundlegung der Welt in ihm zu sein, gibt okay. es nicht mehr. Which closeness do you want other than being a participant in a Godhead? Also, welche Nähe möchtest du noch haben, außer dass du Teilnahme bist in der Gottheit? Which closeness are you trying to seek for other than being included in God himself? Also, welche Nähe, welche Zusammensein suchst du, außer dass du in Gott schon bist, und zwar vor Grundlegung der Welt? We have been deceived by wrong teachings. Also durch falsche Lehren werden wir getäuscht. And the truth is here to set us free. Und die Wahrheit gibt es hier, um uns freizusetzen. We don't need to get more close. Also wir brauchen nicht noch näher zu sein. We are already closest to the closest. Also wir sind schon näher als das Nächste. Okay, you may say, Also ich sag's in meinen Worten, dein Ego mag ja sagen, nee, auf keinen Fall, das glaubt, das stimmt nicht. Let's open 1 Corinthians chapter 6. Also 1. Korintherbrief Kapitel 6 bitte aufschlagen. Vers 17. Wir schauen uns Vers 17 an. First Corinthians chapter 6, verse 17. 1. Korinther 6, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 17. This is what my Bible says, this is cage heavy. It says, But he that is joined unto the Lord, wer aber dem Herrn anhängt, is one spirit, ist ein Geist. Do you know what that means? Also, weißt du, was das heißt? Singular. Ja, das ist wirklich ein Teil. Not two beings trying to be together. Also, hier sind nicht zwei Wesen, die Köpfe zusammentun, um zusammen zu sein. But a singular being living. Also, hier geht es um ein Wesen, das lebt. That's the reason as to why. Und deshalb. I pray the time will allow us. Also, ich hoffe, die Zeit erlaubt uns. So that I can show you there is a mentality of the Jewish and then the Gentile stuff that we are trying to believe, which is not anywhere in the Gospels. Ja, also es gibt so eine Denkweise, naja, es gibt ja die Juden und es gibt ja die Nichtjuden und wir versuchen irgendwie dazwischen zu sein. But in the simplest way, when the Bible says you are one spirit with God. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn die Bibel sagt, du bist mit Gott ein Geist. Put your imagination at work now. Nun bitte ich um deine Vorstellungskraft. And think about milk and water. Und stell dir Milch und Wasser vor. Get water, mix it together with milk. Also nimm dir Wasser und misch es zusammen mit Milch. Show me the water. So, jetzt zeig mir bitte das Wasser in dieser Mischung. After your mix. Nachdem du das ordentlich gemischt hast. Get water, mix it with. I wish we had that, but you have to use your imagination now. So, bitte ich einfach mal um den Filmapplaus in euren Köpfen, nämlich nehmt einfach mal Wasser und mischt es zusammen mit Milch. When you get water. So, wenn du Wasser nimmst and mix it with milk. Und du mischst es zusammen mit Milch. Water will be dissolved in milk. Also, das Wasser nimmt die Milch oder löst die Milch auf. That water will be present in the milk. Wasser wird zwar anwesend sein, but in dieser all Milch. Be seeing is the color of the milk. Doch alles, was du siehst, ist immer noch die Milchfarbe. Let's put it this way. Wir sagen es anders. Let's say God is the milk. Wir sagen, dass Gott Milch ist. And you are the water. Und du bist das Wasser. That's why after the dissolving. Nachdem die, ich sag mal so, die after Lösung the zusammen, union, nach der Einheit, nach der Mischung. You can never talk about you. Da kannst du niemals wieder über dich you reden. Talk about him in you. Sondern du redest über ihn in dir. You cease to be and he is. Ja, du hörst auf zu sein und er
existiert weiter. All that we can see, alles was wir sehen können, is the Christ in you. Ist nur der Christus in dir. All that we can see, alles was wir sehen, is the God in you. Ist den Gott in dir. We can see nothing less, nothing greater than God. Also wir sehen nichts mehr und nicht weniger als Gott. That's why it means to be joined with God. Aber genau das heißt mit Gott and eins zu sein. This union has no end. Und diese Einheit hat kein Ende. Leave alone the defaulty marriage system also, people are undergoing today. Also geschweige diesen, ich sag mal, diesen Ehesystem, die wirklich fehlerhaft ist, die Menschen where durchgehen. Where someone knows that if I don't work very well with her or him, we shall have to sign divorce certificates. Ja, wo jemand sagt, na ja gut, also wenn es mit uns nicht gut geht, wenn wir beide annehmen, dass wir unkompatibel sind, dann sehen wir uns vor Gericht. That is very common in the European countries, also or in Africa. Also das ist sehr, sehr wirklich bekannt hier in der westlichen Welt, in Afrika. In Africa, even if your husband turns you into a drum, you have to cook. In Afrika ist es anders, also selbst wenn die Ehefrau oder der Ehemann halt, ich sag mal so, mehr als gewollt gebraucht wird, muss gekocht werden. But in Europe, somebody says, that's not respecting me. Doch in Europa hat jeder so seine Freiheit sozusagen. But regardless of the cultural background and location. Also unabhängig von der Kultur und von der Herkunft. When it comes to the joining of humanity to God. Wenn es darum geht, dass die Menschheit mit Gott vermählt wird. It is something that cannot be undone. Es ist etwas, was nicht aufgelöst werden kann. If you remember the story of Jesus in the book of Matthew. Also wenn du die Geschichte Jesu, wenn du dich an die Geschichte Jesu erinnerst in Matthäus. Jesus said something that is misinterpreted by many people. Also Jesus traf eine Aussage, die falsch gedeutet wird durch viele. He said whatsoever God joins together. Da heißt es, was auch immer Gott zusammenfügt, no one can separate. Kein Mensch kann das auseinandernehmen oder scheiden. In the statement of no one, God included himself. Also in dieser Aussage, dass keiner das scheiden soll, Gott hat sich selbst auch mitgemeint. He cannot include you in the Godhead and excludes you in the next minute. Er kann dich nicht in die Gottheit hineinfügen und in der nächsten Minute sagen, ha, du bist ausgeschieden. That would mean too much work wherever he is. Das bedeutet, wenn das möglich wäre, das bedeutet viel Arbeit bei Milliarden von Menschen. Because you always have a reason why you should be excluded anyway. Denn du hast sowieso immer einen Grund, warum Gott dich ablehnen sollte. If he was going to base on what you can do. Also wenn es darauf basiert ist, was du leisten könntest. We are so quick to say, wir sind sehr schnell zu sagen, I didn't lie. Ich habe gelogen. I did not steal. Ich habe nicht geklaut. But we are so slow. Doch wir sind sehr langsam. At realizing, festzustellen, that even if I have not done the right thing I'm supposed to do, selbst wenn ich das Richtige nicht getan habe, die ich tun sollte, I have still missed the mark. Habe ich immer noch das Ziel verfehlt. That's what James discusses. Aber chapter 4, verse 17. Genau das hat Jakobus diskutiert in Kapitel 4, Vers 17. If you know the right thing to do, wenn du das Richtige kennst, and you don't do it, und du tust es nicht, before God it's sin. Vor Gott ist es Sünde. You might say, I'll try and try and try. Okay, try. Und du sagst, naja, ich versuche, versuche, versuche. Na, dann versuch mal. Viel Glück. But then where will you place Romans 14, 23? Doch wo würdest du Römer 14, Vers 23 hinstellen? Which says, was aussagt, that whatsoever you do without faith, alles, was du ohne Glauben tust. Anything you ever do, not by faith. Alles, was du tust, ohne Glauben. You have missed the mark. Du hast das Ziel verfehlt. You have sinned. Du hast gesündigt. How many times? Wie viele Male? Do you live and do things under fear? Wie viele Male hast du gelebt und du hast Dinge getan und zwar unter Furcht oder aus Angst? Whatever you do when you are fearful, was auch immer du tust und zwar ängstlich, is an indicator that you have not focused on your identity with Christ.
ist ein Anzeichen, dass du dich, während du das tust, nicht fokussiert warst auf deine Identität in Christus. And if we are going to use the benchmark as the law, und wenn wir wirklich, nämlich, ich sag mal so, die Messlatte als das Gesetz verwenden. James chapter 2 verse 10 will tell us. Also Jakobus 2 vers 10 sagt uns, that even if you have done all the good things you know. Selbst wenn du alles Gute, was du you weißt, have kept the entire law. Wenn du alles Gute zum, also aus dem besten Wissen und Gewissen getan hast, du hast das Gesetz eingehalten. But you only fail the least of the entire law. Und du hast das Geringste vom Gesetz verfehlt. Your guiltness is not for what you have failed in. Also deine Schuld gilt nicht für darin, wo du versagt hast. Your guilty is for all of them. Sondern deine Schuld gilt für alles. What that means is, was das bedeutet, if we stood in here, ist, wenn wir hier drin sind, and somebody said, whoever jumps and touches this roof, I'll give you 1 million euro. Ja, wenn wir hier drin sind und sagt, wer auch immer aus vom Boden, also aus dem Stand, so springen kann und die Decke berühren kann, kriegt 1 Million Euro. Of course, there are some of you who just look up and say, I can't, just take your 1 million euro. They won't even try. Natürlich gibt es welche, die sagen, also vergesst die Million, das schaffe ich nicht. But there are those ones who really need the money. They will try to jump. Und da gibt es welche, die nur die Dollarzeichen in den Augen sehen, sagen, das werde ich schaffen. But even if you have left half an inch. Doch wenn du so hoch gesprungen hast, dass es wirklich nur ein klitzekleines Stück gefehlt hat. You are the same with that one who simply looked up and said, I can't do it. Du bist genauso unerreicht, beziehungsweise du hast genauso das Ziel verfehlt, wie jemand, der guckt und sagt, das Ganze vergessen, das schaffe ich nicht. So as far as the law is concerned, you can't have 99.9%. Also was das Gesetz angeht, gibt es keine 99,9999%, die gibt es nicht. You either have a zero or you have a 100. Also entweder du hast 100 pro oder du hast 0. And the only way to have a 100, und die einzige Art und Weise 100 pro zu bekommen, is to focus on Christ as your identity. Nämlich ist, dass du auf Christus fokussierst als deine Looking Identität. Looking at your performance will always make you short of the real mark. Also wenn du auf deine Leistung schaust, du wirst immer das Ziel That's verfehlen. Why when he says we are chosen before the foundation. Und deswegen, wenn es heißt, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. It has nothing to do with us. Es hat nichts mit uns but persönlich it zu tun. Has everything to do with God himself. Doch es hat alles mit Gott selber zu tun. So from today and onwards, ab heute an, I am glad to declare that we are chosen in Christ. Ich freue mich, euch anzukündigen, dass wir in Christus auserwählt sind. Him, wir sind heilig in ihm. Because of his accomplished work on the cross. Aufgrund seiner vollendeten Werke am Kreuz. See you in the next session. Wir sehen uns